Guten Abend, meine Damen und Herren. 2 Monate nach Beginn der US-Luftangriffe auf Afghanistan wollen die Taliban ihre letzte Hochburg, die Stadt Kandahar, aufgeben. Der künftige Chef einer Übergangsregierung in Kabul, Karzai, sagte heute, mit der Übergabe der Stadt soll morgen begonnen werden. Taliban-Anführer Mullah Omar werde sich unter den Schutz paschtunischer Stammesführer begeben. Die USA lehnen jedoch eine Amnestie für Omar entschieden ab. Taliban-Krieger verwundet beim Endkampf um Kandahar in einem pakistanischen Krankenhaus. Dem Kameramann sagte einer hasserfüllt, sie wollten eigentlich gar nicht behandelt werden, sondern sofort weiterkämpfen und Amerikaner töten. In Kandahar aber scheint der Kampf vorbei. Der ehemalige Taliban-Botschafter in Pakistan verkündete heute, seine Leute würden ihre letzte Hochburg aufgeben. Heute haben wir zugestimmt, Kandahar und andere Orte friedlich zu übergeben. Taliban-Führer Omar hat in seiner Weisheit diesen Weg gewählt, um die Zahl der Opfer zu senken. Von Washington aus warnt US-Verteidigungsminister Rumsfeld die afghanische Oppositionsallianz, der Taliban-Führung freies Geleit oder Amnestie zu gewähren. Wenn Sie mich fragen, ob es mit unseren Prinzipien vereinbar wäre, dass Taliban-Chef Omar in Würde in Kandahar oder woanders in Afghanistan leben könnte, dann ist die Antwort nein. Das geht nicht. Videos vom zielgenauen US-Bombardement auf Taliban- und Al-Qaida-Stellungen in Kandahar. Bei der NATO in Brüssel äußerte US-Außenminister Powell Genugtuung. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Kandahar fiel. Jetzt sind wir auf einem guten Weg, das Taliban-Regime loszuwerden. Im Osten Afghanistans weiter schwere Kämpfe um die Bergfestung Tora Bora. Dort soll sich Terroristenführer Bin Laden versteckt halten. Unterstützt von US-Bombern liefern sich 3000 Anti-Taliban-Krieger Gefechte mit den Al-Qaida-Terroristen. Bei führenden Anti-Taliban-Vertretern ist die auf dem Petersberg bei Bonn vereinbarte Übergangsregierung für Afghanistan auf Ablehnung gestoßen. Der Usbekenführer General Dostum kündigte heute einen Boykott der neuen Führung an, weil seine Gruppe nicht ausreichend vertreten sei. Auch der gemäßigte Paschtunenführer Gailani bezeichnete die Vereinbarung als ungerecht. Die NATO-Außenminister haben den USA heute ihre weitere Unterstützung im Kampf gegen den Terrorismus zugesichert. Die Minister machten aber deutlich, dass sich die Allianz nicht an einer Friedenstruppe für Afghanistan beteiligen wird. Über eine solche Schutztruppe müsse der UN-Sicherheitsrat entscheiden, sagte Bundesaußenminister Fischer. Bevor einzelne Länder beteiligt werden könnten, müsse erst das Mandat feststehen. In der Diskussion um die deutsche Beteiligung an einer Friedenstruppe hat Verteidigungsminister Scharping auf die begrenzten Mittel der Bundeswehr hingewiesen. Zwar habe Deutschland ein unmittelbares Interesse an der Bekämpfung des Terrorismus, sagte Scharping der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der personelle, finanzielle und militärische Rahmen lasse aber keinen großen Spielraum. Sobald die Vereinten Nationen deutsche Soldaten für eine Afghanistan-Schutztruppe anfordern, könnte es eng werden für die Bundeswehr. Ein solcher Einsatz wäre zwar technisch leistbar, aber der Bundeswehrverband warnt, dass es im Moment zu viele internationale Pflichten und zu wenig Soldaten gibt. Wenn man aber in Bosnien, im Kosovo und in Mazedonien präsent ist, 3.900 Mann bereitstellt für den Kampf gegen den internationalen Terrorismus und dann noch an einer Schutztruppe in Afghanistan mitwirkt, dann ist dieses Maß bereits überschritten. Ich denke, das muss Konsequenzen haben. Allein der Balkaneinsatz bindet 7.500 Soldaten. Wie viele nach Afghanistan geschickt werden sollen, ist offen. Für die Opposition steht fest, dass die Bundeswehr solche Aufgaben nur mit mehr Geld als bisher erledigen kann. Wir sehen jetzt, dass es richtig ist, dass Deutschland international stärker gefordert ist. Und deswegen muss Schluss sein mit dieser totalen Unterfinanzierung der Bundeswehr. Die Gastgeberrolle auf dem Petersberg verpflichtet die Bundesregierung zu mehr als nur symbolischer Hilfe für die Afghanen. So werden auch die Grünen den UN-Einsatz der Bundeswehr befürworten, wenn Einzelheiten klar sind. Es wird in der UNO darüber beraten. Die neue Regierung soll ja am 22. Dezember ihr Amt antreten. Mir scheint es kaum möglich, bis dahin irgendwelche Truppen zu entsenden. Ich bin sicher, dass wir einen sinnvollen Beitrag zusammen mit anderen europäischen Staaten werden leisten können. Und es kommt jetzt darauf an, dass zunächst einmal die UNO weiß, was sie will. Nur gemeinsam mit anderen europäischen Soldaten, das bedeutet wohl, dass die Bundeswehr in der Afghanistan-Friedenstruppe keine Führungsrolle anstreben wird.